Liebfreundlich ist euer Steinwall. Zurück bei Geralt, der inzwischen seine neue Brille erst einmal wieder abgelegt hat. Vielleicht wird er sie in Zukunft wieder anlegen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ihr das seht. Die Reaktionen bislang waren sehr gespalten in der Zuschauerschaft bei euch. Aber ich will mal die Option im Raume lassen. Ich könnte mir Folgendes vorstellen, dass wir in dem abgeschlossenen, gesonderten letzten Kapitel dieses Let's Plays, nämlich wenn wir Blood and Wine spielen, und da verlassen wir mit Geralt ja auch diese Gegend, diese Landschaft, dass in diesem Abschnitt Geralt mit Brille dort auftritt. Man könnte sich vorstellen, er wird ja immer älter, vielleicht wird er dann tatsächlich doch, bekommt er so eine Art Sehschwäche, vielleicht ist es auch so eine Art Midlife-Crisis, eine Stiländerung, die er davor vollziehen will. Ihr könnt es entscheiden. Link in der Videobeschreibung zu einer Abstimmung. Ja oder nein, wollen wir das machen für Blood and Wine? Soll er dort die Brille aufsetzen? Ich lasse das mal so circa eine Woche laufen, werde euch dann die Entscheidung mitteilen und das Ganze dementsprechend mehrheitsgemäß umsetzen. So, das erstmal dazu. Jetzt ist es eigentlich abends. Normalerweise würde ich, glaube ich, hier bei diesen lustigen Leuten die Nacht verbringen. Aber wir haben was vor. Wir wollen... Na, eine ganz legale Sache machen. Überhaupt sind wir jetzt mit ziemlich viel illegalen Angelegenheiten befasst. Oh, nicht so schnell, Geralt. Muss mich erstmal orientieren. Ich glaube, wir müssen hier lang. Wir sind da ja in so eine große Nummer reingerutscht. Wir müssen für den... Ja, für den... Wie heißt der hier nochmal? Spiegelmeister? Ja, ihr wisst, wen ich meine. Den Wunsch von Algird erfüllen. Dafür müssen wir ein Haus stehlen. Das ist alles sehr kompliziert. Da haben wir einen Fremden getroffen und angeblich sollen wir in die Schatzkammer dieses Hauses und da wird sich das dann, des Auktionshauses, und da wird sich das Ganze dann ergeben, sagt er zumindest. Und an dieser Nummer arbeiten wir jetzt und Teil davon ist es, dass wir die Wachen in der Stadt Ochsenfurt irgendwie reduzieren und dafür wollen wir... Es war etwas ins Essen mischen. Das ist das Nächste, was wir erledigen. Und ich glaube, da könnte die... Oh Gott, oh Gott. Du bist zwar grimmig, aber in deinen Augen... Da könnte die Nacht ganz hilfreich sein. Deswegen werden wir in Ochsenfurt die Nacht verbringen und vorher die Geschichte versuchen zu erledigen. Den Trank dafür, den haben wir schon angemixt. Das ist alles schon vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch den Ort finden, wo sich der Koch aufhält, damit wir den Trank dann auch anwenden können. Und das wiederum kriegen wir raus, wenn wir den redanischen Soldaten zuhören. Wie das denn? Ganz einfach. Die werden sich hoffentlich verplappern in dieser Angelegenheit. Die wissen dann allerdings natürlich auch gar nicht, dass es eigentlich eine geheime Information ist. Gut, insofern reiten wir nach Ochsenfurt und kümmern uns darum, die Gefährten für diesen Raubzug, die haben wir schon überredet, befreit, angeheuert gewissermaßen. Das ist jetzt das letzte Puzzleteil für diese Geschichte. Die im Übrigen für mich immer noch viele große Fragezeichen hat. Also, warum wir für den Hausklau in die Schatzkammer müssen, das wurde uns leider nicht wirklich beantwortet. Aber Geralt hat ganz offensichtlich keine anderen Optionen. Deswegen lässt er sich auf so eine vagen Sachen hier ein. So, bevor wir uns darum kümmern, will ich aber erstmal Plötze wieder hier unterbringen. Hier hatten wir ja mal so einen kleinen Stall an der Seite. Kriech wieder unter deinen Stein. Ah, es wäre wahrscheinlich besser, da hinten einfach durchs Tor zu reiten. Das ist hier mein Umweg. So, Plötze. Hier hast du auch genug Gras. So, bleib mal schön hier. Und wir versuchen jetzt, die Soldaten zu belauschen. Okay, hier ist schon eine große Truppe. Oh, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich eigentlich. Na, mal gucken. Ah, da unten. Ach, die beiden sind das wieder, die das Haus bewachen. Was werde ich von euch erfahren? Hauptgefreiter Wenzel,
Wie ist dieser Arsch eigentlich bei uns gelandet? Er hat sich freiwillig gemeldet. Angeblich musste er die Ärzte bestechen, damit er eintreten durfte. Ist der verrückt oder was? Ganz bestimmt. Nachweislich geisteskrank. Hat wohl die Tests nicht bestanden. Aber Geld zahlen, um in die Armee eintreten zu dürfen? Ich dachte, ich hätte schon alles erlebt. Nichts über den Koch. Ah, okay. Die haben sich über Wenzel unterhalten. Den haben wir auch schon kennengelernt. Aber das ist nicht so interessant. Lang lebe, etc., etc. Oh, mir ist zum Speien nach diesem... Was werde ich von euch erfahren? Dieser Horst Borsody, hat er eigentlich eine Tochter? Warum fragst du? Ach, tja, ich denke nach. Wenn so eine Dynastie einzuheiraten, das wäre ein Leben in Saus und Braus. Ich rate dir, dich lieber nicht für die Borsodys zu interessieren. Warum denn nicht? Das bringt nur Ärger, mein Freund. Nur Ärger. Nichts von Interesse. Ja, das kann ich mir vorstellen, beziehungsweise da hat der Typ recht. Das bringt nur Ärger, das haben wir selber am eigenen Leib schon erfahren. Übrigens, ein Detail ist mir nochmal eingefallen. Ne? Als dieser Fremde uns angesprochen hat und uns überzeugt hat, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, nach der Schlägerei, die wir verloren hatten, da hat Horst Borsody oben aus dem Fenster geschaut und hat gesehen, dass wir mit dem Fremden gesprochen haben. Insofern, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht doch alles irgendwie eine an 3 Pfund Stahl abgekartete Sache ist. Gut, aber hören wir erstmal hier hin. Was werde ich von euch erfahren? Fischeintopf zum Abendessen. Wirklich? Wer hat dir das gesagt? Niemand. Heute Morgen bin ich durchs Westtor gekommen. Hab Martin am Pier gesehen, mit einer Angel in der Hand. So ein Koch ist ein echter Schatz. Er jammert nicht über die knappen Vorräte. Er tut was, um unsere Mahlzeiten aufzubessern. Ja, wenn er nur mit dem Knoblauch etwas sparsamer wäre. Der Pier beim Westtor sollte leicht zu finden sein. Okay, das war jetzt nicht sonderlich unauffällig, wie ich zugeben mag. Weil die sich plötzlich in unsere Richtung bewegt haben. Pier beim Westtor. So. Ah, im Tagesverlauf. Okay, alles klar. Vermutlich wird er jetzt nicht da sein, ne? Jetzt wird er irgendwo sitzen und kochen, ja, klar. Was machen wir? Ich meine, wir können mal kurz vorbeilaufen. Vielleicht ist er ja trotzdem da. Vielleicht will er irgendwelche Fische fangen, die nun in der Dämmerung besonders gut zu fangen sind oder ähnliches. Wir gucken mal. Ist das der beste Weg dorthin? Ja, da ist das Pier. Aber er ist natürlich nicht da. Okay, dann ist es, wie es ist. Kein Problem. Hier waren wir doch schon mal, ne? Hier hatten wir mal... Ah ja, genau. Dass hier auch der Koch in der Nähe arbeitet, ist ja auch nicht besonders vertrauenserweckend, aber gut. Dann denke ich, werden wir in der Taverne rasten. Und dann am nächsten Tag dort auftauchen. Ich wurde im Übrigen auch nochmal darauf hingewiesen, dass es noch einen Waffenschmied hier gibt. Deinesgleichen steckt einen an, mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Und in der Tat, ich erinnere mich irgendwie daran, ich muss mal kurz überlegen, wo es den gegeben hat. Ich glaube hier auf dem Ende. Das könnten wir gleich nochmal überprüfen und dann dort am nächsten Tag nochmal vorbeilaufen. Ich weiß gar nicht, ob es mir als Symbol jetzt angezeigt wird. Da können wir nämlich noch ein bisschen verkaufen. Wir haben nämlich noch was in der Tasche, was wir zu Geld machen können. Ungläubiger. So, hier war jetzt nichts. Okay, wir sind deinesgleichen jetzt steckt einen an mit Miesmacherei. Hier am Wasser. Möglicherweise habe ich den auch überhaupt noch nicht gefunden. Kann aber auch sein, dass er jetzt zur Nachtzeit gar nicht verfügbar ist. Ja, sieht so aus. Wir müssen zu irgendeiner Tageszeit hier nochmal auftauchen. Gehen wir erstmal ins Gasthaus.
Also ich muss auch sagen, die redanische Armee ist ja hier wirklich enorm präsent, nicht wahr? So, hier, dieser Raum, da war es immer schön still und ruhig, die Vorratskammer, die Küche. Da werden wir die Nacht verbringen. Aber eine Sache will ich vorher noch machen. Und zwar, wir hatten durch ein paar besondere Kämpfe neue Substanzen erhalten, die uns ein bisschen was Neues ermöglichen. Und ich habe schon mal geguckt, wir brauchen einmal Albedo, was wir herstellen können. Und einmal Keberit dafür. Das mache ich mal. Und dann, was nämlich jetzt möglich ist, ist überlegenes Drakonidenöl. Das ist neu. Weil wir hier Gorgomagen erhalten haben, ich bin mir nicht ganz sicher. So, das hätten wir. Und ein Trank interessiert mich noch. Ah, schaut mal, weiße Möwe brauchen wir auch noch. Ja, dann lasst uns die auch nochmal herstellen. Zutaten haben wir inzwischen Gott sei Dank genug. Der goldene Pirol. Ja, den hätte ich schon mal gegen die Kröte haben müssen. Gifte heilen, anstatt Schaden zu bewirken, ist natürlich super jetzt hier in der überlegenen Version. Hervorragend. Die anderen Tränke im Übrigen, da können wir einige auch noch herstellen, habe ich mir angeschaut. Die werden wir nie brauchen. Das ist der Grund, warum ich die Sachen nicht herstelle, obwohl ich sie kann, herstellen kann, ist, dass ich das Inventar nicht weiter vollstopfen will mit Tränken, die ich eigentlich nicht benötige. Da wurde hier und da schon mal eine Anmerkung gemacht. Das will ich hier nochmal erklären. Was wir aber jetzt dauerhaft eigentlich auch mal auftragen könnten, ist eigentlich das Erhängtenöl. Wo haben wir das hier? Das Gift der Erhängten. Das könnten wir eigentlich dauerhaft mal auf die Stahlwaffe tun. Ja, man könnte, glaube ich, auch Bestienöl raufmachen, aber in der Regel kämpfen wir ja gegen Menschen dann mit Stahlwaffe. Und dann haben wir das immer bereit. So, wann werden die Schmiede aufmachen vor allem? Wir werden mal bis um 9 meditieren. Und dann gehen wir nochmal auf die Suche nach dem vermeintlichen Waffenschmied. Ich finde es ein bisschen doof, ehrlich gesagt, dass man, wenn man sie einmal entdeckt hat, die Symbole der Händler nicht dauerhaft sieht auf der Karte. Doch nichts über die richtigen Männer. Das finde ich ein bisschen fragwürdig. So, also ich verfolge nochmal die These, dass der hier hinten irgendwo gearbeitet hat. Der berühmte Geralt von Riva, nehme ich an. Aber sicher bin ich mir wirklich nicht. Wo kann der gewesen sein? Ich meine, hier sehen wir Symbole, ne? Das ist ja nur der Tisch. Vielleicht draußen da? Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich mir das eigentlich alles schon angeschaut habe. Weiß ich jetzt nicht. Pass auf, ich laufe jetzt nochmal hier rum und dann laufe ich nochmal hier hinten lang. Und ansonsten ist es dann eben erstmal so. Wir haben jetzt Besseres zu tun, als die ganze Stadt nochmal abzusuchen. Du brauchst auch Geld, wie? Nee, eigentlich. Ja, doch, irgendwie schon, ja. Geld brauche ich immer. So, hier ist er nicht. Gut. Aber deswegen von einem Bettler angesprochen zu werden, ist auch ein bisschen demütigend. Ich würde mich so gern mit einer Flasche hinlegen. Aha, doch, ich habe mich richtig erinnert. Hier war er, genau. Wir konnten ihn bloß des Nachts nicht sehen. Sehr, sehr gut. Ah, ein Kunde. So sieht's aus. Ich würde sagen, er soll erstmal reparieren. Zeig mir doch mal dein Angebot. Dann kriegt er von uns gewissermaßen noch ein bisschen Geld. Wir haben nämlich einiges zu reparieren, 274. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir hier verkaufen können. Ja, die Rüstung des Ordens der Flammenrose, 325, ja 2000, das ist gut. Die Neumondhandschuhe und die Handschuhe entsprechend. Und dann diese Schwerter. Silbersteiner Schwert, 128. Okay, gut. Die olle Armbrust brauchen wir auch nicht. Die kann auch weg. Die Brille behalten wir natürlich.
Eine Sache ist vielleicht noch ganz relevant. Und zwar, wir haben ja noch so ein bisschen dieses Rätsel offen mit der Statue, die wir gekauft haben. Wo da drin irgendein Schatzgeheimnis oder sowas sein könnte. Aha, schaut mal. Hier sehen wir bei Zerlegen tatsächlich, was sich dort drin befindet. Das ist jetzt ein Hinweis aus der Kommentarsektion. Ja, ist in gewisser Weise ja ein Spoiler. Aber in diesem Falle nehme ich diesen Spoiler mal an, weil es uns vermutlich noch zu einem interessanten Ort einer Geschichte führt. Und das ist dann schon okay. Also jetzt ist einfach nicht zu machen, ist auch doof. Gut, insofern, wir haben jetzt was gefunden, nämlich Graf Romillis Testament. Wollen wir uns das schnell anschauen? Nein, oh Gott, ich will ihn nicht zerstören, ich will ihn mir angucken. Dann sollten wir, glaube ich, hier aus dem Menü raus. Wiedersehen. Das hat nämlich nichts mehr mit dem Schmied zu tun. So, wird mir das Testament hier schon vorgeschlagen? Nein, wir müssen es nochmal gesondert uns anschauen. Machen wir gerne. Nein, hier ist es aber nicht. Wir müssen doch im Inventar bleiben. So, wo finden wir das jetzt? Wo hat er mir das jetzt hier eingeordnet? Ganz unten. Sieht nicht so aus. Ist es das? Nee, das Phantom von Eldberg. Gewinnunterricht, Geisteswaldes, das sind nur die irgendwelche alten Aufträge. Ah, hier ist es. Alles klar, Questgegenstand natürlich. Gut, lesen wir es. An meinen Sohn Robert, wenn du dieses Paket erhalten hast, hat dein Vater das Tal der Tränen verlassen. Ich weiß, wir hatten seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr, aber ich hoffe, dass der Inhalt der Truhe, die du mit dem beiliegenden Schlüssel öffnen kannst, dich zumindest ein wenig für die verlorene Zeit entschädigen wird. Die Truhe findest du im unterirdischen Quartier unseres Familiensitzes Burg Arnskrone. Dein dich liebender Vater, Graf Walter May Romilly. Okay, schön. Gucken wir mal ganz kurz, wo diese Burg sich befinden soll. Und tatsächlich führt uns das zu einem Ort, an dem wir noch nicht gewesen sind. Hier waren wir, dass da oben sogar eine alte Burg ist. Hatte man von der Ferne, glaube ich, noch nicht gesehen gehabt. Okay, sehr schön. Prima. Wunderbar. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist jetzt hier der Koch. Der Garnisonskoch, der da wahrscheinlich wieder Fische angelt. So. Der Ritter aus dem Märchen. Hatte der weißes Haar nicht wieder unter deinen Stein. Oh mein Gott, dieses Gehuste. Dazu müssen wir wieder runter. Weißt du, was man über deinesgleichen sagt? Willst du Gerechtigkeit, heuere einen Hexer an. Kaum zu glauben, dass Nienke mit Hexerei zu tun hatte. Das ist das Mütterchen. Hat sie eine schwarze Katze? Oh ja. Ach. So. Hier geht's die Treppe runter. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Vielleicht einer dieser Auftragsschläger, wer weiß. Da sitzt er und angelt. Na gut. Es sieht so aus, als ob das doch keine heimlich... Das muss der Koch sein. Ja, keine Heimlich-Tu-Aktion ist, sondern dass wir ihn überreden sollen oder können. Guten Tag. Beißen die Fische? Ja, tun sie. Was ist mit dir? Wie bitte? Ich habe hier diese Mixtur. Ich bezahle dich, damit du sie in der Garnison in die Suppe der Jungs schüttest. Auf mein Signal. Ist nichts Gefährliches. Sie werden denken, dass der Fisch nicht ganz frisch war. Wie er guckt. Wird teuer, Freundchen. Ziemlich. 500? Ja, naja. Ist doch okay. Gut. Hier. Warte auf das Signal. Und kein Wort zu niemandem. Kapiert? Okay. Die Sache verlief jetzt ja wirklich problemlos. Und damit können wir zurück zu unserem Versteck. Und ich bin gespannt, ob alle dort angekommen sind. Hexenjäger in der Stadt sind.
Sieh an, ein Hexer. Und dann kann's losgehen, ne? Beziehungsweise vermutlich werden dann erstmal wieder die, dieses Ziehen im Rücken. Die Details des Planes enthüllt. Ich bin gespannt, ob wir auch noch ein bisschen mehr erfahren darüber, was wir da eigentlich stehlen, genau aus der Schatzkammer. So, plötzlich ist noch da. Hervorragend. Naja. Erstmal die Fackel anmachen. Okay. Kommen wir da hinten eigentlich? Ehre und Heimatland. Nee, da kommen wir, glaube ich, nur in so einen Hinterhof. Scheiße! Ist ja gut. Aber wartet mal. Wo wir gerade hier sind. Wer weiß, wann wir wieder die Gelegenheit haben. Wir nutzen mal hier den Schleifstein und den Tisch. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel bis zum Zapfen. Oh. Lang lebe der König. Die Aktion könnte ja jetzt, auch wenn wir sie eigentlich als heimliche Aktion geplant haben, im Zweifel dann doch in irgendeine Krieg wieder unter deinen Stein. Wilde Sache münden. Meistens gehen die Dinge ja nie gut. Solche Dinge zumindest. Irgendwas läuft immer schief. Selbst wenn, glaube ich, alle Beteiligten echte Profis sind. Wissen, was sie tun. So, jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass plötzlich er nicht wieder in die Grube fällt. Deswegen lassen wir sie mal hier direkt vor der Mauer. Und gucken mal, ob sich alle eingefunden haben. Na, gibt's hier was Neues? Hallo. Nein. Bis dann. Und das Halsgeschmeide der Gräfin Yvonne von Lahn Exeter, das warst du, oder? Oh ja. Ich bin an einer Dachrinne hoch und in ihre Schlafkammer. Ha, ich wusste es, ich wusste es. Ah, endlich sind wir alle hier. Wir können anfangen. Dieser Raub ist kein Spaß. Wer Zweifel hat, soll uns jetzt verlassen. Danach geht es nicht mehr. Das Ziel ist das Auktionshaus der Borsodis, vielmehr dessen Schatzkammer. Eveline, du gehst durch den Turm rein, wenn die Wache um diese Ecke biegt. Lass ein Seil runter. Wir müssen innerhalb von 5 Minuten drin sein. Schaffen wir das? Reicht locker. Wunderbar. Durch den Turm gelangen wir ins Auktionshaus. Darin erwarte ich keine Wachen. Wenn welche da sind, haben wir Geralt und seine Schwerter. Dann runter in die Schatzkammer. Quinto bricht das Schloss auf, wir gehen rein, holen die Beute und verschwinden hinten durch einen Geheimgang. Das wär's. Wie was? Geheimgang? Warte mal. Wenn es einen Geheimgang gibt, dann könnte man auch durch den Geheimgang reingehen. Hä? Okay, das ist tatsächlich die erste Frage, die wir auch stellen. Gesundem Menschenverstand zufolge. Dieser Geheimgang. Warum können wir da nicht rein, wenn wir dadurch raus können? Prima Frage. Warum nicht? Jeder Korridor hat 2 Enden, nicht? Wie ein Seil. Bei diesem kenne ich nur das eine Ende, in der Schatzkammer. Das andere liegt irgendwo unter der Stadt, aber ich weiß nicht wo. Mhm. Okay. Wenn du... Wenn ich wüsste, wo er wäre, bräuchte ich euch alle nicht. Glaubt mir, ich habe ihn gesucht. Oft genug. Sonst noch was? Gut, das könnte aber auch zu einem kleinen Problem werden. Alles gut und schön, aber was, wenn etwas ernstlich schief geht? Dann ist jeder auf sich gestellt. Einfach so? In diesem Geschäft ist kein Platz für Freundschaft. Na gut, wenn ihr das so sagt. Weitere Sicherheitsvorkehrungen. Fallen. Gibt es da drin sowas? Auf was müssen wir achten? Nichts besonders Gefährliches. Hier im Erdgeschoss ist ein Seil mit der Turmglocke verbunden. Wenn die einer läutet, sind wir in Schwierigkeiten.
Wie sollen wir das verhindern? Indem keiner am Seil zieht. Ich sagte ja, das Auktionshaus dürfte leer sein. Ich rechne nicht mit Problemen. Was ist mit der Schatzkammer? Wie ist die gesichert? Mit einer Tür. Aber damit dürftest du zurechtkommen. Weitere Probleme beheben wir, wenn sie sich ergeben. Sonst noch was? Tja, klingt erst einmal simpel. Mal sehen, was passiert wird. Na schön, machen wir uns an die Arbeit. Ich will es schnell hinter mich bringen. Wir treffen uns im Torweg neben dem Turm wieder. Punkt Mitternacht. Und jeder passt auf, dass ihm keiner folgt. Ich gebe dem Koch in der Kaserne Bescheid. Wie wäre es mit Masken? Es gibt keine Stadt im Norden, in der keine Steckbriefe mit meinem Gesicht aushängen. Ich kümmere mich darum. Ah, eins noch. Informiert auch nur einer die Stadtwache. Oder wird ihm so redselig, töte ich euch. Eigenhändig. So. Wollen wir das jetzt noch aufschieben? Nö, warum? Wenn du so einen Schiss hast, dass jemand redet, dann gehen wir eben zusammen hin. Jetzt. Einwände? Braucht jemand noch Zeit? Dann mal los. Der Magen. Fangen wir an. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline, bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar. Drei, zwei, eins. Freie Bahn. Los mit dir. Na, so glatt ist der Turm, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Scheiß Stadttauben. Wieder alles vollgekackt. Was? Euch Ratten. Wow. Von wegen keine Wache. Verkehrt. Eine Minute. Los. Und ihr Militäre, heilige Mutter, bewahre uns. Teil 1 hat erstmal geklappt. Wenn ich mich entsinne, sagtest du, drinnen wäre niemand. Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich hab mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Wohl wahr. Sehe ich auch so. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen da durch, was auch passiert. Kluge Worte. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Solltest dein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das habe ich von Anfang an gesagt. Wie was? Holzschwerter? Hä? Oder was war das eben? Na schön. Zieht eure Masken über, dann gehen wir. Okay, wir haben jetzt Holzschwerter.
Das ist merkwürdig. Liegt hier noch irgendwas Interessantes rum? Bevor wir runtergehen. Ja, da vielleicht. Was ist das denn? Die Briefe müssen alt sein, wenn man sich das Band so ansieht. Ein Liebesbrief? Nehmen wir erstmal, lesen wir jetzt nicht. Das ist jetzt nicht der Moment dafür. Muss ich bloß irgendwie dran denken. Gut, hier sind noch Kisten. Nee. Dann geht's runter. Luft ist rein. Klopfer Holz. Gut. Jetzt sperren alle die Augen auf. Meine sind offen. Ich habe schon allerlei gesehen, was ich mitnehmen möchte. Jetzt nicht. Unser Ziel ist die Schatzkammer. Ist das klar? Ja, aber wir erhöhen das Startgebot. Was ist das denn? Wache! Wache! Ich hätte im Käfig bleiben sollen. Du hast gesagt... Verdammt, ich weiß, was ich gesagt habe. Auf sie, bevor sie Alarm schlagen! Mit Holzschwertern. Hilfe! Na toll. Okay. Schlecht. Die Ecke ist hier ganz übel. Ich nehme mal einen Waldpotz. Okay. Ich meinte töten, aber dann. Dann Feuer zu nehmen ist vielleicht auch ein bisschen problematisch, oder? Okay, aber es wird das hier mit dem Holzschwert. Oh, die Falle ist vielleicht gar nicht so übel hier. Verlangsamt die doch sehr stark. Oh oh. Verdammt. Er kämpft doch mit dem Schwert. Auf ihn! Er darf nicht fliehen! Waren wir möglicherweise zu langsam? Eingeschlossen. Scheiße! Verdammt. Die Waffen weg! Ihr habt keine Chance. Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln. Gnade, Meister. Bei drei gehen wir rein. Eins, zwei. Einen Schritt weiter. Und es stirbt jemand. Halt, halt! Wir müssen verhandeln. Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt. Wir haben eine Forderung. Zieht euch aus dem Auktionshaus zurück. Du weißt, das können wir nicht. Ihr könnt. Ihr wollt nur nicht. Ich kann ja auch eine Geisel töten. Tut, was sie sagen! Bitte! Beruhigt euch! Niemandem passiert was. Klar? Wie Kloßbrühe. Sobald ihr eure Männer hier abzieht, leben alle glücklich bis an ihr Ende. Ich wiederhole, das ist keine Option. Wir müssen aber zu einer Einigung kommen. Wir wollen einen Wagen und Pferde. Es ist mitten in der Nacht. Wo soll ich das hernehmen? Willst du lieber Särge suchen? Er meint es ernst! Stichhaltig. Wagen also. Was für ein? Ihr könnt runterkommen. Die Schatzkammer ist offen. Okay, wir haben die Zeit. Ja, wir wollen jetzt nicht provozieren. Wir sind nicht wählerisch. Irgendeinen Wagen mit Rädern, die rollen. Gut. Wird erledigt. Im Gegenzug müsst ihr die Geiseln freilassen. Wie viele? Alle. Naja. Das ist Quatsch. Du weißt, dass das nicht geht. Hier ein Kompromiss.
Eine lasse ich jetzt gehen, die anderen, wenn der Wagen da ist. Also gut. Einverstanden. Melitele sei Dank! Aber wenn ihr irgendwelche Tricks versucht oder bummelt, rollen Köpfe. Verstanden? Ganz ruhig. In einer Viertelstunde hört ihr die Pferde wiehern. Matko! Sherdref! In die Ställe! Laufschritt! Gut gemacht. Tja, Jungs. Ihr müsst ohne mich weiter. Bei sowas werde ich nicht mitmachen. Es gibt nur einen Ausgang. Durch die Schatzkammer. Nein. Der Geheimgang. Den Schornstein gibt es auch noch. Da passe ich schon durch. Du aber nicht, Hexer. Du hast keine Wahl, fürchte ich. Los, runter. Na dann. Versuchen wir unser Glück. So, wo ist die? Riesige Kelleranlagen. Finden wir noch was Interessantes hier? Zahlungsaufforderung. Nehmen wir auch noch mit. Vielleicht gibt es noch andere spannende Sachen, aber wir haben nicht so viel Zeit, ne? Hier auch noch was. Liste der zu restaurierenden Objekte. Diese ganzen tollen Unterlagen. Warte mal, wir gucken hier auch nochmal lang. Okay, da kommt man nur weiter runter. Na dann. Auf geht's. Was für ein Schloss. Meisterlich gefertigt. Zwei Federbolzen, zylindrische Riegel, die Meritium-Werte. Interessiert mich nicht. Interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Wir haben unsere Schwerter wieder. Friss oder stirb. Okay, liebe Freunde. Ich denke, was wir da unten in der Schatzkammer sehen und finden werden, das erleben wir gemeinsam in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.